Was geht ab, Friendos? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir darüber, wie es für mich war, einen Monat vegan zu sein und was für Handbewegungen mache ich eigentlich noch? Was soll das hier? Soll ich jetzt hier eine Gestikulation machen? Was wollt ihr von mir? Aber davor erstmal ein Schluck von diesem geilen Smoothie, der übrigens mehr gekostet hat als mein Leben. Boah, ich schwör's euch, der ist so geil, Digga. Wieso kostet dieser Scheiß so viel? Oh, irgendwann will ich eine Kooperation mit euch. Oh, mir reicht schon wieder. Auf jeden Fall, Freunde, heute reden wir darüber, wie es für mich war, einen Monat vegan zu sein. An die mich wissen oder es noch nicht wussten, ich war jetzt einen Monat lang vegan. Und ja, das ist jetzt mein Fazit, das ist jetzt mein Ende, weil bald ist ja Januar vorbei. Dieses Video kommt am letzten Tag vom Januar. Ich nehme es zwar schon ein paar Tage davor auf, aber ist nicht so schlimm. Im Großen und Ganzen habe ich ja schon mein Fazit und ich weiß ja, wie es war. Und deswegen kann ich das Fazit jetzt schon abgeben. Ich kann jetzt schon sagen, wie es für mich war und alles. Und ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe mir so eine Notiz gemacht, über was ich alles sprechen will. Nämlich, ich würde sagen, wir fangen an mit, wieso habe ich das überhaupt gemacht? Also, viele haben mich schon oft gefragt, so, bist du vegan? Bist du vegan? In meinen Livestreams oder sonst wo. Und ich meinte mal, ja, ich bin jetzt einen Monat vegan. Und dann war natürlich die zweite Frage, wieso bist du vegan? Und diese Frage kann ich eigentlich auch ganz, ganz einfach beantworten. Einfach so. Ja, eigentlich einfach so. Aber gleichzeitig steckt da auch ein bisschen noch mehr dahinter als einfach so. Nämlich, also, ich finde es schon wirklich, wirklich schade, wie so Tiere behandelt werden und so heutzutage. Also diese ganzen Massentierhaltung und so. Aber ich sag euch, wie es ist. Das ist für mich irgendwie so, es ist für uns Menschen hier zum Beispiel nicht greifbar. Deswegen, das kommt einmal in unser Kopf und zwei Tage später, wir vergessen es sowieso. Also das war für mich jetzt nicht so das Hauptargument. Für mich war eigentlich einfach nur so, ich will einfach nur testen, wie es so ist, einen Monat vegan zu sein, wie es so ist, so zu leben. Und ich wollte eine kranke Herausforderung haben. Deswegen dachte ich mir auch, ich will kein Vegetarier, ich will direkt vegan, ich will nicht so einfach nur Vegetarier, sondern direkt wirklich rein ins vegane Leben. Ja, das waren so meine Gründe. Ich wollte einfach nur so testen, wie es so ist. Weil man hört das immer wieder von irgendwelchen Leuten. Und dann kommt Unge um die Ecke, wirft dir so eine Gurke in dein Gesicht. Und dann passiert dies, da passiert. Man hört ja immer wieder diese Sachen. Und ich war auch einmal in der Stadt und da war so eine Demonstration eben genau dafür. Und diese Bilder zu sehen und so, das ist auch schon ein bisschen abgefuckt. Aber wie gesagt, diese Bilder sind nur ein, zwei Tage in meinem Kopf drin. Und dann sind die sowieso wieder weg. Und ich esse dann irgendetwas und vergesse es sowieso wieder, so wisst ihr. Aber trotzdem, ich wollte einfach mal wissen, ich wollte einfach mal einen Monat ein guter Mensch sein für diesen Planeten und für alles. Ehrlich gesagt finde ich es auch heftig, wie krass die Erde davon beschädigt wird und das mit ganzem Klimawandel und so, wie viel davon eigentlich abhängt. Also was das alles mit Essen zu tun hat, mit den Tieren, weil das ist schon krank. Das hängt schon krank damit zusammen so. Aber ja genau, ich wollte es einfach mal testen und ich habe es jetzt getestet und das war so mein Warum. Das war mein Warum, warum ich es überhaupt gemacht habe und ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Point. Nämlich die ersten Tage, als ich vegan war und die ersten Einkäufe. Also, ich sag euch, wie es ist. Die ersten Tage, als ich vegan war, also ich habe angefangen mit veganem System Cousin und am ersten Tag war es noch so irgendwie schon so ein bisschen komisch, einfach nur so, weil ich kannte mich da noch gar nicht aus. Ich habe einfach nur ein Brot genommen und Tomate geschnitten und das so gegessen. Aber ich hatte so eine App und auf der App konnte man so alles scannen, so ob das vegan ist oder nicht. Und ich glaube, bevor ich sogar vegan geworden bin ich einkaufen gegangen und habe mir halt ein paar vegane Sachen gekauft. Und ich kann euch jetzt eben genau von diesem Einkauf erzählen. Nämlich, dieser Einkauf war ein wilder Einkauf für mich, weil in diesem Einkauf habe ich so alles einzeln gescannt, habe so geschaut, ist es vegan, kann ich das holen, kann ich das nicht holen, und das war halt so wirklich dieser cringy Moment. Du bist in einem Einkaufsladen, Digga, du bist in Edeka drin, du willst eigentlich nur so zack, zack, schnell, ich will hier weiter, Digga, ich will nicht so Aufstand machen und muss bei jedem Produkt ein Handy rausholen, scannen, manuell, und das war eben schon cringe, okay? Und in meinem Kopf war irgendwie so, warum auch immer, ich weiß es aber nicht warum, aber in meinem Kopf war irgendwie so, ja, das wird jetzt immer so sein, und dann dachte ich mir, boah, das ist echt schon cringe, was ich hier mache gerade. Aber es war eben nicht so. Das war einfach nur beim ersten Einkauf so, weil beim ersten Einkauf musst du natürlich erstmal herausfinden, was für Produkte sind überhaupt vegan. Und nach dem ersten Einkauf, wo ich so meine Main-Produkte hatte, ging es so voll fit. Da war es wirklich einfach. Weil ich hatte meine Produkte, ich hatte meinen Frischkäse, meinen Joghurt, mein dies, mein das. Also ich hatte schon alles so, was ich eigentlich essen darf. Und bei den nächsten Einkaufen musste ich nur noch kurz dahin gehen, es nehmen und fertig ist. Also es war eigentlich wie ganz normales Einkaufen. So, da unterscheidet sich jetzt wirklich nicht viel. Wenn ihr jetzt so normal einkaufen geht oder halt als Veganer einkaufen geht, unterscheidet sich nicht viel. Ihr müsst halt, wenn ihr neue Sachen probieren wollt, immer wieder scannen. Aber wenn ihr schon eure paar Produkte habt, dann braucht ihr nicht mehr so alles scannen und so, sondern dann passt alles. Sowieso Sachen wie Frischkäse oder so, Digga, du kannst sie einfach easy holen und hast dann direkt. Du weißt ja direkt, welcher Frischkäse ist vegan, weil es gibt auch veganen Frischkäse. Ja, und apropos veganen Frischkäse, ich glaube, es
gibt wirklich alles schon in vegan. Es gibt wirklich, wirklich alles in vegan. Egal, was du essen willst, es gibt es 100% irgendwo in vegan. Also ja, das ist meiner Meinung nach so, glaube ich, ist schon so. Auf jeden Fall, ja, du brauchst so einfach deine Main-Produkte und dann ist Einkaufen easy. Dann ist wirklich Einkaufen easy. Aber jetzt noch ein Punkt, der mich abgefuckt hat, der so ein bisschen ein Negativpunkt war. Zum Beispiel in einem ganzen Edeka, also was ich jetzt gefunden habe, gibt es einen Frischkäse, der vegan ist, okay? Nicht nur, dass der teurer ist als alle anderen Frischkäse, sondern auch, dass wenn es den nicht gibt, wenn 5 Veganer einkaufen da und die alle, die diesen Frischkäse holen, dann hast du keine Alternative. Du kannst nicht sagen, ich wollte heute diesen Aldi Frischkäse, ah, den gibt's nicht, dann nehme ich diesen von Philadelphia, den es auch bei Aldi gibt oder so, sondern es gibt den oder es gibt den nicht. Wenn es den nicht gibt, hast du Pech gehabt. So, dann musst du in einen anderen Edeka gehen und ihn holen. So, bei Joghurt ist es ein bisschen anderes Spiel. Bei Joghurt gab es wirklich viel Auswahl und allein viele Geschmäcker und so, deswegen, da ist halt nicht so krass wie bei zum Beispiel Frischkäse jetzt. Bei Frischkäse war wirklich, es gab schon mal, ich wollte holen und es gab nicht und dann konnte ich jetzt zum Beispiel auch nichts anderes machen. So, es gibt keinen Frischkäse, dann gibt es keinen Frischkäse und jetzt will ich mal wieder was trinken, Mann. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das waren so meine ersten Tage als Veganer und wie die ersten Einkäufe so für mich waren. Jetzt kommen wir dazu, was habe ich überhaupt die meiste Zeit gegessen? Und an jeden, der mich 1% kennt, der weiß, ich habe meiste Zeit vegane Schnitzel gegessen. Für mich war gefühlt mein halbes Leben als Veganer einfach nur vegane Schnitzel. Also meiner Meinung nach, vegane Schnitzel schmeckt sogar besser als normale Schnitzel. Der Grund, dieser vegane Schnitzel schmeckt einfach so wie diese Maggie Chicken Nuggets so ein bisschen. Also natürlich nicht 1:1 wie Maggie Chicken Nuggets, aber es hat halt diese geile Konsistenz und so. Ich weiß, da sind viele Nebenprodukte drin, die natürlich auch wieder nicht so gesund sind, aber es war im Endeffekt eigentlich schon richtig, richtig geil, muss ich sagen. Dazu habe ich dann auch noch oft Tofu gegessen. Tofu auch wirklich 1A. Tofu schmeckt auch richtig lecker, Digga, mit Reis. Und eigentlich, apropos Reis, ich habe wirklich gefühlt jeden Tag Reis gegessen. Reis mit dem, Reis mit dem, Reis mit dem, Reis mit dem, wirklich gefühlt jeden Tag Reis. Was ich auch sagen muss, was ich auch gegessen habe. Ich habe auch Brezen gegessen, ich habe auch Laugenstangen gegessen, weil ich habe nachgeschaut im Internet und dort stand, einige sind vegan, einige nicht. Ich habe gesagt, ich bin euch ehrlich, wie es ist, ich habe 50-50-Karte gesetzt und habe die gegessen. Ich hoffe, dass die vegan waren, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich habe auch sowas gegessen. Ich habe auch Zimit gegessen, weil ich habe auch mal gegoogelt und Zimit sollte auch vegan sein. Und deswegen, genau, ich habe auch Zimit gegessen, ich habe Brezen gegessen und im Endeffekt habe ich halt meiste Zeit Reis gegessen, vegane Schnitzel gegessen, halt sowas. Aber das Ding ist, ich habe halt sehr oft auf diese Ersatzprodukte gesetzt und ich weiß halt nicht, ob das überhaupt so dieser vegane Spirit ist, dieses Veganer, ich weiß nicht, ob das so dieses System von den Veganern ist, dass man einfach nur auf Ersatzprodukte greifen soll, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, also ich glaube Veganer, also zum Beispiel jemand wie Unge, glaube ich, nimmt gar keine Ersatzprodukte, sowas wie veganes Chicken oder was weiß ich und ich habe das jeden Tag gegessen, aber ich muss sagen, im Endeffekt, vegan ist vegan, ich habe halt kein Fleisch gegessen und keine tierischen Produkte, deswegen denke ich, das passt auch so. Aber man muss sagen, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das so dieser Lifestyle von Veganern ist, dass man wie sehr diese Veganer es unterstützen, dass man halt diese Ersatzprodukte isst. Sage ich euch ehrlich, wie es ist, okay? Ja, also mein Frühstück bestand meiste Zeit aus einfach nur Brot mit veganem Frischkäse und dazu einfach nur Tomaten oder was weiß ich und fertig ist. Mein Mittagessen war meistens vegane Schnitzel und mein Abendessen war meistens so richtig geil, Digga. 500 Gramm Alpro Joghurt Vanille, dazu dann Haferflocken und Bananen. Boah, ich schwöre es euch, das ist richtig, richtig krank. Das scheppert. Ich sag euch, wie es ist, also das ist richtig, richtig geil, okay? Das war so meine meiste Zeit, mein Essen. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist es für mich körperlich gewesen? Weil ich wollte nicht nur vegan sein, ich wollte auch abnehmen in der Zeit. Was heißt abnehmen? Ich wollte eigentlich auf eine Diät gehen. Also ich wollte mich gesünder ernähren, okay? Und ich habe mich jetzt gewogen. Es ist heute zwar der 27., aber im Endeffekt, es wird sich jetzt auch nicht mehr viel ändern so. Ich habe mich gewogen und ich habe davor ungefähr 90 gewogen. Und jetzt wiege ich mit Klamotten, mit Essen und alles ungefähr 93. Also es hat sich nicht viel geändert. Ich wiege jetzt immer noch 90 wahrscheinlich so ohne Klamotten. Wie ist das in der Früh, wenn ich mich in der Früh wiegen würde. Deswegen, von Gewicht her hat sich nichts geändert. Aber ich muss sagen, wie es ist, von Aussehen her hat sich meiner Meinung nach schon was geändert. Also davor habe ich mich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Digga, schwammig? Ist schwammig das richtige Wort? Ich habe mich so ein bisschen nicht so krank wohl gefühlt, sage ich euch, wie es ist. Und eigentlich jetzt fühle ich mich schon wohler, bin ich euch ehrlich so. Also ein paar Mal haben Leute auch schon gesagt, du hast abgenommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur so die Klamotten jetzt was ausgemacht haben oder was weiß ich. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, ich fühle mich im Endeffekt gesünder. Schon gesünder, gesünder weiß ich nicht.
Es ist auch wieder schwierig, Digga. Also es hat sich jetzt nicht so viel geändert, aber ich muss sagen, ich finde schon, dass ich so ein bisschen abgenommen habe. So ein bisschen von Aussehen her ein bisschen schon, finde ich schon. Ja, also von Kilo her habe ich wahrscheinlich nicht so viel abgenommen, aber ich finde von Aussehen ist schon ein bisschen was geworden. Dann, wie fühle ich mich überhaupt körperlich? Also wie war das Ganze für mich? Wie war das mit Schlaf und dies und das? Habe ich besser geschlafen? Habe ich auf einmal jetzt irgendwas in meinen Träumen gesehen und so dies, das? Also, ich fühle mich körperlich eigentlich relativ fit, relativ gut. Ich fühle mich eigentlich wirklich gut so. Aber ich würde jetzt nicht sagen so, boah, mehr Energie als davor oder so. Weil davor hatte ich auch eigentlich richtig viel Energie, sage ich euch, wie es ist. Und teilweise dann wieder nicht. Ich denke, was mich am meisten gefickt hat, war mein Schlaf. Aber das hatte eben nichts mit dem veganen Leben zu tun, sondern einfach mein Schlaf. Zum Beispiel, wenn ich mal bis 2 Uhr gearbeitet habe und dann am nächsten Tag trotzdem um 7 Uhr aufgestanden bin, so, hatte ich nur 5 Stunden Schlaf und war halt dann müde. Und so ging es dann weiter halt. Und deswegen war ich ein paar Tage müde. Aber ich würde nicht sagen, dass was mit meiner Ernährung zu tun hat. Gleichzeitig muss ich sagen, die Haut, also ich habe bis jetzt keine Pickel oder so. Ich weiß nicht, ob ich davor welche hatte. Bei meiner Haut ist sowieso, manchmal gibt es Pickel, manchmal gibt es keine. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was mit der veganen Ernährung zu tun hatte oder nicht. Aber im Endeffekt, so, ja, ich fühle mich im Endeffekt wirklich gesünder, aber ich weiß nicht, wie viel das mit dem Essen zu tun hat. Weil gleichzeitig, wenn du zum Beispiel dir jetzt so ein dickes Salam nimmst oder so, Digga, Salami oder was weiß ich, dann und dann noch so eine Frischkäse, so eine fettige, dann fühlst du dich ja allein schlecht, dass du das gerade drauf schmierst auf dein Brot und gerade essen willst. Und das fuckt ja dein Körper vielleicht schon ab. Du fühlst dich schlecht. Aber ich hatte das ja diesen ganzen veganen Monat nicht. Ich hatte ja nicht mal so eine Möglichkeit, weil ich habe ja nie so Salami oder so gegessen, habe mich nie so schlecht gefühlt, weil ich das nicht alles gegessen habe. Ich habe veganen Schnitzel gegessen, Reis gegessen und was ich gegessen, aber sowas nicht. Deswegen, im Endeffekt fühle ich mich schon besser. Ich wollte ja auch noch eine Diät machen und ich finde, in meiner Diät hat sie mich auch unterstützt, weil ich einfach oft keine Möglichkeit hatte, dies oder das zu essen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Diät machen würde und nicht vegan sein würde, dann könnte ich Schokolade essen, oder Schokolade geil. So, wenn ich so schwach sein würde. Aber wenn ich jetzt Diät mache und vegan bin, dann darf ich gar keine Schokolade essen, so. Weil da Milch drin ist oder was weiß ich. Okay, kommen wir jetzt zu einer ganz, ganz wilden Sache, nämlich wie teuer waren überhaupt die Sachen. Die Sachen, muss ich ehrlich sagen, waren sehr, sehr teuer. Einen normalen Frischkäse bekomme ich von Aldi für 70 Cent. Den Frischkäse, der vegan ist, bekommst du für 2 Euro. Einen normalen Joghurt Girl bekommst du wahrscheinlich so für 1,29 Alpro kostet 2 Euro. Dann vegane Schnitzel sowieso 2 Euro. Wenn es mal diese 3 Euro vielleicht sogar. Wenn es mal diese 3 Euro Variante nicht gibt, dann sogar 4 Euro, Digga. Und das ist schon echt krank viel für eine Mahlzeit, so. Ein veganes Schnitzel. Dazu kommt dann noch Reis. So, auch wenn ich jetzt Reis einfach auch so esse. Aber Reis war auch teuer. Die kosten manchmal auch 2 Euro. Also ich muss sagen, das Ganze ist schon wirklich, wirklich kostspielig. Zumindest wie ich es ausgelebt habe. Vielleicht gibt es solche Veganer, die essen den ganzen Tag Gurken und was weiß ich. Und es geht voll fit. Aber, Digga, ich habe halt auch schon ein paar Sachen gebraucht. Und deswegen für mich war es schon eigentlich, würde ich schon sagen, teuer. Bin ich euch ehrlich. Also im Endeffekt hat schon die Kasse sehr, sehr belastet. Auch allein diese Drecksdinger, Digga, sag ich euch, wie es ist. Erstmal einen Schluck. Dieser Scheiß kostet 4 Euro, Digga. 4 Euro. Aber im Gegensatz halt, was für alles da für Produkte verarbeitet sind, wenn ich diese Produkte einzeln holen würde, wären die sogar noch teurer als das. Und was noch? Allein diese Glasflasche, Digga, wenn ich jetzt zum Beispiel Ikea gehen würde und genauso eine Glasflasche kaufen wollen würde, würden die mir auch 4 Euro sagen. Deswegen finde ich, diese Dinger gehen relativ fit. Ich benutze dieses Glas danach immer noch weiter. Also im Endeffekt, es war sehr, sehr teuer. Und jetzt kommt mein Fazit, okay, mein ganzes Fazit über das ganze vegane Leben. Im Endeffekt finde ich, es hat sich für mich nichts geändert. Also wenn ich eine normale Diät machen würde, würde ich fast genauso essen, nur dass ich anstatt veganes Schnitzel einfach Hühnchen essen würde. Und ich muss sagen, ich werde in Zukunft, denke ich, eher weniger rotes Fleisch essen oder versuchen, weniger zu essen. Aber Hähnchen habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen so, auch wenn ich nicht mal so gerade Lust oder Appetit drauf habe. Aber im Endeffekt fand ich es wirklich nicht schwer. Es war ehrlich nicht schwer, Digga. Es gibt einen Joghurt, der vegan ist. Es gibt einen Frischkäse, der vegan ist. Es gibt Brot, das vegan ist. Fast jedes Brot ist vegan. Dann, es gibt fast alles. Also es gibt so viele Sachen, die vegan sind. Deswegen, ich dachte wirklich, es wird eine Herausforderung. Im Endeffekt war es gar keine Herausforderung. Es war einfach nichts. Also es war so, als ob ich normal esse. Nur, dass du auf bestimmte Sachen einfach achten musst. So, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Das war wirklich, finde ich, nicht die schwerste Herausforderung, die ich in meinem Leben jemals hatte. Es war eigentlich relativ sogar gechillt. Ja, also Fazit, es war einfach und wenn ich mal ganz, ganz viel Geld hätte, dann würde ich sowas vielleicht auch ein bisschen länger machen, aber ich denke gleichzeitig auch nicht. Ich habe jetzt diese Erfahrung gesammelt so und ich denke, wenn du natürlich ein bisschen mehr Geld hast, dann ist es für dich auch einfacher, weil du alles kaufen kannst, ohne allein diese Bedenken zu haben. Digga, dieser Scheiß kostet jetzt wieder 2 Euro so. Aber wenn du halt jetzt nicht so viel hast oder so halt keinen Bock hast, jeden Tag für Einkauf gefühlt 40 Euro auszugeben, dann ist halt wieder so eine miese Sache. Ja, mein Endeffekt, mein Fazit, stabil. Es war nicht schwer, es ging fit so. Was soll
soll ich sagen, es war nicht schwer. Ich hätte es mir schwerer erwartet, zeig euch, wie es ist. Ja, dann, was noch? Auch noch ganz kurz zum Abschluss. So, ab da ist das Mikrofon einfach nur noch scheiße gewesen, deswegen nehme ich das jetzt nochmal so auf. Also, was ich auch noch sagen wollte, nämlich, ich habe nicht nur einen Monat vegan gemacht, sondern ich habe auch einen Monat nicht auf meine Analytics geschaut und im Großen und Ganzen kann man nur dazu sagen, es hatte einen sehr, sehr guten Einfluss, also auf meine Analytics bei TikTok habe ich nicht geschaut und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es hatte einen sehr, sehr, sehr guten Einfluss, dass ich nicht auf meine Analytics geschaut habe, weil es war bei mir wirklich so, einmal sind die Zahlen hochgegangen und dann war ich richtig glücklich und dann sind die Zahlen runtergegangen und dann war ich gefühlt depressiv, aber ich muss mich eher an den Zustand gewöhnen, dass so mal hochgeht und mal runtergeht und das ist einfach vollkommen normal ist so, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter und ich darf mich nicht so viel von den Zahlen leiten lassen, ich versuche so wenig wie möglich auf diese Zahlen zu achten, ich will einfach nur Leute unterhalten und wenn es Leute unterhält, dann haut es mir selber auch und das habe ich einfach für mich gelernt. Also ich finde, eines der heftigsten Einflüsse, wie gesagt, war das wirklich mit der Analytics-Ding, dass ich da nicht drauf geschaut habe, aber trotzdem bin ich auch endlich mal wieder glücklich, dass ich drauf schauen kann, weil ich bin echt neugierig. Es ist halt immer diese Neugier, aber es ist gut, dass ich das jetzt einen Monat lang nicht angeschaut habe und ich vermisse auch echt Sachen wie Käse oder so, dass ich mal so eine Pizza mit normalem Käse mache. Sowas habe ich auch vermisst, aber im Großen und Ganzen, veganes Leben war nicht schwer. Analytics war am Anfang zwar schwer, aber danach ging es auch fit, deswegen, ich habe sogar kurzzeitig vergessen, dass es noch Analytics und so gibt. Ich denke gar nicht mal dran, aber im Großen und Ganzen, es war ein geiler Monat, es war geil, dass ich das alles durchgezogen habe und arrivederci.